da sind wir wieder. Kurze Aufnahmepause. Und für euch wahrscheinlich ein neuer Tag. So, mal schauen. Wir werden jetzt mal anfangen mit der Hauptquest, oder? Würde ich mal sagen. Erstmal. Ja. Aufklärungsdaten. Dann schauen wir mal, vielleicht. Kurzer Lauf. Waren wir da nicht? Ich dachte da. Doch, da ist das Grabmal. Und. Ja, egal. Egal. So, da unten ist es. Ja, genau. Hinter den Hügel wahrscheinlich. Ja, dann werden wir mal mit dem Auto fahren. So, Jungs, weiter. Wartet, ich fahre. Rolas, remixes, tránsitos, barro, buscas, escuadras, plomos, drogas, bases, gallos, putazos. Y aquí cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. Pueblo de Bolivia, boliviana. Ihr müsst verstehen, dass in diesem Ringen ein neues Bolivien zu erschaffen, eines der Übel, der große Täuscher Pacatari ist. Er erzählt euch Märchen über ehemalige Größe, über den edlen Geist der Urainwohner Boliviens. Aber er verschweigt euch, dass er genau diese Größe beherrschen will. Er will sie besitzen. Es gab früher schon Führer wie ihn. Männer, die Arbeiter mit Versprechen von Gleichheit und Gerechtigkeit um sich geschlagen. Verdammte Scheiße! Aber als diese Männer dann an die Macht kamen, haben sie alle gezeigt, dass sie sich für gleicher hielten als andere. Dass sie es für gerecht hielten, die Macht in ihren Händen zu halten. No se dejen. Lasst euch von seinen Lügen nicht täuschen, Hermanos. Und geht davon aus, dass Santa Feuer. Euch für sein. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Roger. Begleitfahrt zum Achtung, das explodiert. Die Ziele sind verdammt rar hier. Das war's. Alle okay? Naja, wir müssen jetzt den hinterher jagen. Cool, danke. Dolla pro Monat. Oder liefern weltweit Produkte aus. Sie haben keine Hacienda oder hunderte Sicarios, die für sie sterben. Also, Chicas, seid Mandonas. Seid herrisch. Wenn ihr eine Goyita seid und keine Cabrona, dann werdet ihr nie der Boss sein. Ich hätte das auch sehen müssen, ob man wirklich so ein Auto auf der Flucht mit einem Trecker hier. Hier ist Miriam Louis. Wenn ihr eine Schoner seid, wie ich, werdet ihr immer herrisch. Hallo. Mandona genannt. Meine Mutter war die erste, die mich man. Wo sind die hin? Das ist viel Sprit. Ich melde den Rebellen, wo ihre neue mobile Tankstelle steht. Shit, die sehen wie Rebellen aus. Verdammte Monster. Tja. Ja, keine Ahnung, was mit den Fahrern jetzt los ist. Vielleicht haben die Angst bekommen, weil ich ja so schon. Sie machen keine Millionen Dollar pro Monat oder liefern weltweit Produkte aus. Sie haben keine Hacienda oder hunderte Sicarios, die für sie sterben. So, jetzt. Also, Chicas, seid Mandonas. Seid herrisch. Wenn ihr eine Kohibida seid und keine Cabrona, dann werdet ihr nie der Boss sein. Was?
Son las 9 en punto. Hace sol ahorita y va a hacer mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por 2 o 3 días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viaja a las montañas y hasta la fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Ein bisschen auffällig für die Seite. Auf Zivilistenacht. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Stopp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Auf dieser Seite ist alles klar. Die Unidad hat Truppen in die Provinz geschickt. Wir müssen unentdeckt bleiben. Der hat keinen... Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Die haben, glaube ich, keine Zeit gehabt, um... ja, Hilfe zu holen, würde ich sagen. Und da jetzt. Ach, die, okay. Sorry, ich muss noch mich dran gewöhnen, dass die einfach so hochkloppen. Alter, ne? Leck doch. Was war das? Entschuldigung. Aber. Hä? Irgendwie lenkt es sich jetzt sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. So, da ist schon mal Nummer 1. Nummer 2. Ich sehe noch einen Tango. Nummer 3. Nummer 3. Setze Drohne ein. Hab ein drittes Ziel. Mit dem sind's 5. Ich sehe einen Hauptmann. Da ist einer. Greif an! Was soll der Scheiß mit Deckung? Ja, wie, was soll der Scheiß jetzt? Ihr habt selber Waffen. Ah, verdammt, das verknallt. Aufgeflogen. Ja, nächstes Mal erschießt ihr ihn. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Oh shit, da kommen sie. Wir können die jetzt alle abschlachten, aber das will ich nicht. Nachgeladen. Geh in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel markiert. Gib Zeichen. Erwischt. Im Lager wird's ruhig. Alles klar. Warte, habe ich den gerade erwischt und er ist einfach weitergegangen? Da sind noch mehr Tangos im Anmarsch. Die haben uns verloren. Sie nehmen den falschen Weg. Und das
obwohl ihr vor ihrer Schnauze seid. Das ist herrlich. Also, das ist was, was mich sehr stark stört, ehrlich gesagt. Es würde, glaube ich, auch ein bisschen nerven, wenn, Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Okay. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Achso, die fahren jetzt weiter, oder? Die kommen nicht weiter. Okay, bin unterwegs. Gib Zeichen. Ich lege an. So. Locker bleiben. Alles ist gut. Also, es wäre echt ne, irgendwie. Markiere Feind. Irgendwie nervig, wenn meine Kumpels die ganze Zeit entdeckt werden würden. Ich glaube, noch nerviger. Also, ich weiß nicht, es hat halt dann. Ja, keine gute. Wie soll ich sagen? Also, es. Wenn meine Leute so frei rumlaufen und genau, hier ist ein Tango und eben nicht entdeckt werden, das macht das Ganze ein bisschen lächerlich und nicht so schwer, sag ich mal. Also das Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Das eine Mal wurde ja, Geh in Position. Gute Position. Das eine Mal wurde ja der, eine von uns, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Ziel eliminiert. Cool. Wie Tötung beobachtete. Welcher Pfosten? Meine Seite ist sauber. Der da oder was? Schmarrn. Er hat nie und nimmer was gesehen. Genau. Also ich bin mal gespannt, wie es bei dem neuen wird. Weil das soll angeblich soll es ziemlich schwer werden. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Roger, Ziel markiert. Shit, ich muss die Position wechseln. Oh nein, shit. Ich hab das Ziel. Ziel verloren. Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Hab kein Ziel mehr. Naja, dann holt euch das Ziel wieder. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bin bereit. Die haben Alarm eingerichtet. Kein Ziel. Feind am Boden. Der Alarm ist aus. Es wird keine Verstärkung einfliegen. So, kein Ziel, aber er hat ihn dann doch noch erwischt. Immer wenn ich kurz vor dem Abdrücken bin, sagen die kein Ziel. Und oft ist es so, dass ich dann... Sehen wir uns hier nach Informationen um? Warte. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Ja, ach so. Ja, da machen wir mal einen Dreier. Geh in Position. Eine gute Position. Ziel markiert. Ziel erfasst. Ziel das Ziel nicht mehr sehen.
Ziel erfasst. Ich gehe in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Das war das. Sauber. Alle in Ordnung? Ja, dann befreie ich die mal. Sehr gut. Ich will unbedingt die Treffsicherheit von meinen Leuten erhöhen. Was komisch klingt, weil die eben durch Mauern und so weiter schießen können. Aber, ja, ich will, dass die halt schneller eingreifen und so weiter. Also, und selbstständiger. Also, ich meine, wenn wir mitten im Kampf sind, dann ist das halt ein bisschen kacke, wenn der Feind zu mir kommt und die anderen schauen einfach zu. Aber ich müsste einfach mehr. Aufwachen! Unidad. Nichts Handfestes, aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden, Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt in einer Kartellmine in Pilca. Es gibt böses Blut zwischen den beiden. Vielleicht verrät er den DJ. Ja, das ist schon möglich. DJ Pericos Ex-Bodyguard arbeitet jetzt in der Pilka-Mine. Ja eh schnappen Sie ihn und fragen Sie ihn nach seinem alten Boss. Mit einem Helikopter. Warte, ist da drüben noch was? Ich glaube nicht. Nee. So, super. Dann holen wir uns den Heli und fahren rüber. Und vielleicht, ja, verrät er ihn. Ich fliege. Das ist ein selbstständiger Typ. Der kommt von alleine. Da ist noch einer drin. Scharfschütze im Turm. Alarm hier drüben. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Markiere Ziel. Umfeld beachten. Markiere einen Hauptmann. Da ist noch einer. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Und dann hier im Haus. Egal. Gut. Ja, den bekomme ich nicht. Der ist zu uns. Geh in Position. Bessere Position. Roger, Ziel erfasst.
Der Tango ist hin. Voll die fette rote Wolke da hinten. Okay. Den bekommen wir von hier oben nicht. Okay, dann machen wir die vier dann am Schluss. Was heißt am Schluss, also jetzt. Dann fehlt dann nur noch einer. Ah, das ist ja. So. Ist der Schuss wieder da? Verstanden. Suche eine bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Roger, ziemlich markiert. Bereit für den Angriff. Wünsch mir Glück. 300. Wow. Deck alles hin. Yes. Alles gut. Okay. Hi, wie geht's euch? Mir geht's sehr gut. Ich habe 380 Meter getroffen. Das war super. Da ist nur noch einer. Wenn der Kampf losgeht, achtet auf eure Ziele. Wir wissen, dass Pericos Ex-Bodyguard in der Mine arbeitet und wir wollen ihn lebend verhören. Okay. Lebend verhören ist immer eine ziemlich schwere Sache. Feindaktivität. Oh. Ich weiß auch nicht, ob er das Rote jetzt nur wegen ihm ist. Oder ob da wirklich noch ein anderer ist. Voll der Zug. Wo geht der denn jetzt hin? Kommt da raus zu uns? Das wäre natürlich voll nett. Ich sehe Pericos Ex-Bodyguard. Reden wir mit ihm. Irgendwann lege ich dich um. Alles gut, alles gut. Alto, halt! Deténgase! Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Albträume und wache schweißgebadet auf. Wollen Sie's Perico heimzahlen? Dann geben Sie mir seinen Namen und ein Foto. Mann! Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Oh Mann, du hättest ihn doch nicht erschlagen können. So viel Aufwand für einen 0815-Namen wie Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können.